Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns in Norwegen, das absolute Anglerparadies, eindrucksvolle Landschaften, wundervolle Natur. Hier schlägt das Anglerherz höher. Hier gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt für einen Angler. Wir versuchen, verschiedene Fischarten zu fangen, zeigen euch, wie wir das machen und nehmen euch mit, hoffen auf eine geile Zeit. Ihr seid dabei, bis gleich. Für den Pfad finde ich es gut. Dann muss ich meine Jacke nicht anziehen. Los geht's. Bereit oder was? Bereit. Insgesamt sind wir zwei Angelboote, die jeden Tag rausfahren mit rotierender Besatzung. Heute fahre ich mit Mackie und Scholle raus. Scholle ist schon ein erfahrener Norwegen-Angler und fährt viele Jahre hierher. Deshalb hoffen wir auf seine Erfahrung und seine Geheimtipps. So, habt ihr euch was überlegt, was ihr wollt? Fisch. Das so, zweiter Spot, der erste Einschlag. Zweiter Einschlag. Ah, der ist hängen geblieben. Ich glaube, der Fisch will nicht an Land. Köhler. Wieder so ein fetter Köhler. Oh. Ja, schön. Würde ich sagen, nochmal ein 80er, wa? Oder mehr? Petri. Petri, danke. Ja. Der Köhler-Papst hat wieder zugeschlagen. Oh, Petri. Petri, danke. Mackie! Ja, ein schöner Köhler. Was wird er haben? 80? Ja. Kleine Torpedos. Der nächste Biss. Das war jetzt wieder fast direkt danach, ne? Hat den Fisch noch in der Hand. Ja, Mackie 3, ich 3 muss ich ja nachlegen. Oh mein Gott, Baby. Komm, fülle dich ab. Quick release, sehr gut. Nummer wie viel jetzt? Keine Ahnung. 3. Na dann, weiter geht's. Mhm. Hey, wir sind wieder, ne? Petri-Männer. Sauber. Nach einem erfolgreichen Angeltag geht's an die Arbeit. Erst werden die Fische ausgenommen und dann filetiert. Eigentlich ist es nicht notwendig, den Dorsch zu entschuppen, da er nur wenige Schuppen hat. Wir wollen es ganz genau machen und deswegen befreien wir ihn auch von den letzten Schuppen.
Da sich bei uns rausgestellt hat, dass Fabi der beste Filetierer ist unter uns, macht er hier den Vorreiter. Und zwar schneidet er hinter den Seitenflossen auf beiden Seiten den Fisch bis runter auf die Grete. Und kann dann den Kopf abtrennen. Als nächstes geht er hinten an der Rückenflosse die Wirbelsäule mit dem Messer entlang und lässt hierbei wirklich nur dem Messer die Arbeit machen. Geht nochmal nach, bis er unten an die Gräten kommt. Steckt einmal auf der Höhe des Afters das Messer durch und zieht es nach hinten zum Schwanz hindurch. Nun wird das restliche Bauchfleisch von den Gräten abgelöst, indem man es abreißt. Und fertig ist das Filet mit dem Bauchfleisch noch dran. Das Bauchfleisch kann man an den Bauchgräten jetzt nochmal abschneiden, wenn man möchte, wenn man es ganz perfekt haben will. Um das Bauchfleisch jetzt schön grätenfrei zu kriegen, schneidet man unten die Flosse ab. Und unter den Bauchgräten hindurch einmal schräg das Messer halten und durchschneiden. So hat man dann wirklich nur die Gräten abgeschnitten und übrig bleibt das gute Bauchfleisch, was sehr lecker schmeckt. Ja, auf der anderen Seite gilt das gleiche Prinzip. Der Dorsch schmeckt besonders gut auf der Haut gebraten, deswegen lassen wir die Haut dran. Und fertig ist das grätenfreie Dorschfilet. Am zweiten und letzten Tag ist Fabi zu Markus und mir dazugestoßen und ja, der letzte Tag sollte noch einiges an Überraschung für uns offen haben. Aber die Norweger sind richtig coole Typen, die haben genau zwei Schiffsfächer hier vorne. Dafür warst du schon gedacht ursprünglich. Beim Erbauen dieses Bootes. Haben sie an dich gedacht, Mackie? Ich denke auch. An wen sonst? Oh, der Bett ist so direkt 30 cm vor mir in der Nase, ey. So, Vorbereitung, letzter Tag, ne? Jetzt nochmal rausfahren und richtig Fisch ranholen. So sieht's aus. Seid ihr fit? Auf jeden Fall. Schöne Frisur hast du übrigens. Fit und heiß wie Frittenfett. Wie Frittenfett. Dann mal los, ne? Ab dafür. Mackie hat eben wieder einen schönen Lenkrad geholt. Auf Gummi. Am letzten Tag wollen wir noch ein paar Kilos machen, ne? Und Spaß haben. Gerade wollten wir den Platz wechseln. Ja. Riechst du jetzt deine Route im Wasser ist? Ich glaube, ich habe einen Fisch. Los. War länger wahrscheinlich. Ja. Kann nicht immer funktionieren. Also ganz kurz. Wir machen den Gummifisch auch mal.
40 Gramm auf 20 Meter. Und ich habe jetzt gerade nochmal ein Naturködersystem runtergelassen. In der Hoffnung, dass mir auch nochmal so ein schöner Lenk drauf geht. So, ja, gucken wir mal, ob es funktioniert. Knurrhahn. Lauf die Fliege. Der Knurrhahn ist zwar nicht besonders groß, dafür ist es aber ein besonders köstlicher Speisefisch. Bei ihm muss man nur darauf achten, dass man nicht an die Stacheln gerät. Das gibt böse Entzündungen. Es ist mir doch glatt beim Naturköderangeln dieser schöne Oktopus rangegangen. Oh, das muss doch nicht sein. Nicht auf die Linse. Ja, das ist ja mal herrlich. Der haut gleich ab hier. Na gut, den verarzten wir mal und dann bis später. Jeden Tag hat es sich nochmal gelohnt, den letzten Tag ein paar Stunden rauszufahren. Viele verschiedene Fischarten, hier wird man wirklich immer wieder aufs Neue überrascht. Leute, es ist unser letzter Tag. Wir haben ein paar geile Tage hier erlebt, hier in Norwegen an dem Fjord. Wechselndes Wetter, schöne Fangtage, aber auch auf jeden Fall viel erlebt und wahnsinnig beeindruckende Natur gesehen. Heute geht wieder die Fahrt nach Berlin zurück. Auf jeden Fall hat sich gelohnt, wa? Auf jeden Fall. Ja? War ein geiler Trip. War ein geiler Trip. Viel Fisch dabei. Leider kamen wir nicht alle auf Kamera, aber das ist dem Wetter geschuldet. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Fang den Fisch. Ciao. Aber der Lenk war super auf Gummi gestern. Das war nochmal... Thank you.